So, da sind wir wieder. Kamera, nochmal den Akku gewechselt. Und ja, es war leider, es war kein Bockwurst gewonnen. Die hatten zwar Bockwurst, aber ich habe mich dann doch, warte mal, Taschen sind, nee, siehst du, Tasche ist auf. Jetzt wäre ich wieder mit offener Tasche gefahren. Ich habe mich dann für ein leckeres Stück Mohnkuchen entschieden, aber mein Oberschenkel tut weh. Oh. Für ein leckeres Stück Mohnkuchen. Wenn der Matze was liebt, dann ist es Mohnkuchen. Oh, oh. Er hätte noch ein bisschen eine kleine Nuance matschiger sein können. Aber war schon okay, war schon gut, war wirklich gut. So, den Akku gewechselt, er hat jetzt 70%. Wie gesagt, ich hatte ja nicht wirklich Zeit aufzuladen. Wir sehen auch, der Himmel hat sich etwas bewölkt. Ich hoffe, dass das trotzdem sich noch hält, das Wetter. Ja, ansonsten würde ich jetzt sagen, nochmal hier zur Roboter, zum Roboter-Café. Und dann geht es auch wieder Richtung Heimat. Split. Straßenschäden. Oh, jetzt habe ich natürlich Mohnkuchen, also nicht Mohnkuchen in den Zähnen, sondern Mohn, diese Mohnstreusel. Nennt man das Mohnstreusel Mohnkörner oder sowas? Werde ich nachher mal alle schön angrinsen. Schön, die Zähne zeigen. Mm. Ja, auf alle Fälle ist mir jetzt ja erstmal ein bisschen der Appetit auf Knieschleifer-Tests vergangen. Alleine schon dadurch, dass ja mein Oberschenkel jetzt, ich kann gar nichts machen, aber das schmerzt schon beim Sitzen. Ich kann den ja gar nicht raushängen und von, das wird nichts. Das ist, da habe ich mit dem Schmerzen zu tun, da kann ich mich nicht konzentrieren. Da liege ich gleich wieder auf der Fresse. Junge, erst das Handgelenk, jetzt noch der Oberschenkel. Oh, leck mich doch am Arsch. Ach, hier. Kartoffelhaus. Da war früher mal ein Disco drin. Da waren hier Hochbeete davor. Da hat der Matze ein Spagat gemacht, Junge, wie Van Damme. Da waren so zwei Hochbeete nebeneinander und dazwischen hing der Matze im Spagat. Ey, das ist, oh ey, das ist 34 Jahre her. Da war ich hier nämlich noch mit meinen Kumpels aus Naumburg und mit meiner Kirche aus Schönburg. Waren wir hier zur Disco. Wir waren damals übelste Kampfsportfanatiker. Wir haben auch regelrechte Turnierkämpfe gemacht, so angestachelt von wie hieß das mit Van Damme? Jetzt komme ich nicht mehr drauf. Scheiße, wie hieß denn das? Wo der trainiert wird von so einem Japaner, sein Sohn stirbt irgendwo und der Japaner trainiert ihn dann und der geht dann zum Kumite nach Hongkong. Irgendwas mit Blatt, oder? Ich weiß es nicht mehr. Scheiße, wie kann man sowas vergessen, sagen wir mal.
kann man sowas vergessen? Ich weiß es nicht. Blutsport, genau, Blutsport. Blutsport hieß das. Und das wollten wir halt nachmachen, hatten dann auch so verschiedene Kämpfer aus verschiedenen Kampfstilen sozusagen. Und dann gab es halt Kumite auf der Feldwiese. So richtig verrückte Vollidioten waren wir. Aber es war eine geile Zeit. War gut. Schon ein paar schöne Momente hier in Naumburg verbracht, so mit den Jungs. Oh, jetzt komme ich doch hier an dieser Gaststätte. Das ist ja eigentlich immer so mal meine Lieblingstour, so nach Nebra, Laucha, dann Freiburg, Naumburg, Bad Kösen, manchmal noch ein Stück Bad Kösen raus. Wir waren ja da mal in der Bolda. Und hier auf der Rückfahrt, hier hat es dann gerochen. Oh, nach Schnitzel, nach Schnitzel. Oh, oh, es riecht schon wieder nach Essen. Oh, ich gehe ein. Oh. Hier hätte man mal die Knieschleifer probieren können, aber ich weiß nicht. Ich kann mich ja mal rüberhängen. Nee, ja, ich weiß nicht. Oh, Schmerzen im Oberschenkel. Der Schmerz im Oberschenkel. Oh, ich kann mich gar nicht konzentrieren. Oh, es ist aber, fehlt aber noch eine ganze Ecke, bis ich unten bin. Alter Schwede. Junge, Junge, Junge. So, jetzt zwitschere ich mir hier noch eine Tasse Kaffee rein. Essen brauche ich nichts mehr. Ich habe gerade einen Kuchen gegessen und einen Kaffee getrunken eigentlich. Aber ich will hier noch mal her. Matze fährt schon wieder eine Kurve. Gleich liegt er wieder auf der Fresse, Alter. Ich hoffe nur, mir drückt es hier die Karre nicht weg. Oh. Aber scheint zu halten. Ja. Gut, weit genug stehe ich auch von denen weg. Nicht, dass es die dann noch, falls doch meine umkippt, dass es die dann noch mit wegreißt. Oh, schöne Bikes. Alter, die Esse hinten, Alter, ist der Wahnsinn. Was haben wir dort? Aprilia, Harley, eine Supermoto, KTM, eine Duke. Und eine Kawasaki, würde ich sagen. So, gut, ich mache Schluss jetzt hier. Bis gleich. Klatsch! Voll der Käfer gegen meine Frontscheibe, gegen mein Visier. Frontscheibe! Oh, der Matze ist fertig! Oh. Aber war heute schon, wir waren ein geiler Tag, trotz des kleinen Zwischenfalls. Boah, oh, Alter, die Straßen, Junge.
genau vor meiner Fresse klebt jetzt so ein dicker Käfer auf meinem Visier. Das arme Schwein hat sein Leben gelassen. Für nichts und wieder nichts. Einfach so,